Der Schweriner Trainer appellierte jetzt an die Stärken seiner Mannschaft, appelliert an den Glauben, den er in seine Mannschaft hat. Und sie sollen nicht unüberlegte Bälle spielen. Und der Ball ging sehr überlegt, das Kreisanspiel. Völlig frei steht sie da und macht das 6:8. Das war genau das, was der Trainer von Grün-Weiß gerade angesprochen hat. Nicht unüberlegt spielen, gucken. Wir können das ja, die hatten auch jetzt eben nach der Auszeit große Probleme mit dieser offensiven 3-3-Deckung von Rostock, aber diesmal gut gelöst zum 6:8. Jetzt gutes Verschieben da der Schwerinerin und jetzt holen sie ihrerseits den Ball. Also die Auszeiten scheinen hier heute zu fruchten. Jetzt aber wieder ein unüberlegter lascher Pass und damit Ballverlust auf Schweriner Seite. Und schön außen durchgespielt auf die 2, die versenkt zum 6:9. Na, sein eigentlich zu wenig Bewegung im Schweriner Spiel. Das war aber ein schöner Doppelpass. Mit einer 13 und da, der dann zum Torerfolg führt. 7:9. Da hat man schön gesehen, die Bewegung zwischen von der 7 in der Kreuz stößt an die Lücken der Schweriner Abwehr. Und wollte dann eigentlich einen Freiwurf haben, den bekamen sie nicht. Und so heißt es Ballbesitz für Schwerin. Und da war eigentlich schön eingelaufen von der Außenseite in die Lücke, kann den Ball aber nicht richtig fangen. Es gibt Freiwurf für Schwerin. Jetzt wieder die sehr offensive Deckung der Rostocker und wir drei Schwerinerinnen. Jetzt mit Kreuzen versuchen, diese Abwehr zu kriegen, aber gut festgemacht. Und das war schön gespielt, wieder an den Kreis. Auch wenn er es im Nachpassen gefangen, der Ball war dann drin. 8:9. Das war gut gespielt von Rostock. Der Kreis, die Außenläuferin läuft als Kreis ein, läuft dann wieder zurück und dann der Block gestellt und so kommt sie zum Wurf. Der Ball ist aber nicht drin, trotzdem der Ballbesitz noch bei Rostock. Und dann nimmt sie sich die Aufgabe in der Lücke, wirft den Ball aber an die Latte. Und der Konter von Schmerin im zweiten Nachpassen ist der Ball dann drin, der Ausgleich. Zweiter Treffer von der Nummer 11. 9:9. Das haben sich die Schmerinerinnen jetzt hart erkämpft. Und das war ein schönes Kreisanspiel, auch wenn der Ball nur mit Glück ins Tor fällt, weil die Torhüterin noch dran war. 10:9 für Rostock. Das war gut gesehen, die Abwehrspielerin rückt raus, um den Passweg zuzustellen und die Spielerin rückt dann rein. Und der Pass kommt dann auch, aber sie kann ihn nicht verwerten. Das Anspiel an den Kreis und da setzt sie sich schön durch.
macht ihren vierten Treffer zum 10:10. Schönes Anspiel an den Kreis, aber der Ball geht am Tor vorbei. Zu eng gespielt und jetzt der Konter der Rostocker geht an die Latte. Und jetzt haben wir das gleiche Phänomen, was der Rostocker Trainer vorher angesprochen hatte, auf Schweriner Seite. Die Mannschaft rückt nicht nach, der Ball geht nicht ins Tor, aber der Nachwurf ist an die Rostocker Spielerin bereit und wirft ihn ins Tor. 11:10 für Rostock. Doppelpassversuch, der da nicht gefruchtet hat, und jetzt neuer Aufbau bei Schwerin. Und jetzt sehen wir wieder das Kreuz, was wir vorher auf Rostocker Seite hatten. Das hat mich Rostock aber schön zugestellt und ein erneuter Konter läuft. Aber da wieder ein Fehlanspiel und so bleibt es beim 10:11. Und wieder versuchen Schwerinerinnen mit Kreuzen Lücken zu finden in der Rostocker Abwehr, scheinen es aber dabei nur dichter zu machen. Mit seinem Doppelpass versucht, das Kreisanspiel, aber gut festgemacht. Da ist kein Doppelpass möglich. Ausläuferin eingelaufen, da hat die Rostocker Spielerin zwischenlaufen, kriegt den Ball aber nicht, so kommt der Ball durch. An die 15. Ball geht an den Pfosten, die Schweriner Spielerin holte sich wieder. Eigentlich darf sie, wenn sie aus dem Kreis kommt, den Ball nicht aufnehmen, bekommt ihn trotzdem. Aber jetzt der Konterlauf der Rostockerin. Drittes Tor von der Nummer 11. Zwei Tore Führung, 12:10. Schwerin wechselt die Kreisläuferin, um ja auch ein wenig Entlastung zu geben, das ist anstrengende Arbeit am Kreis. Schön durchgebrochen von der 13. Anspiel an den Kreis funktioniert nicht. Freiwurf gibt es für Schwerin. Und das war ein schönes Anspiel an den Kreis. Torhüterin hält, aber die Schwerinerin da reaktionsschneller, holen sich den Ball. Alle Ballbesitz verloren und Rostock versucht jetzt ruhig aufzubauen. Ja, von wegen außen. Da sieht sie die Lücke, nimmt sich den Wurf und gehalten. Und wieder haben die Schwerinerinnen da ein wenig geschlafen. Reaktion schnell, Aktion schnell. Die 7 von Rostock und es gibt eine gelbe Karte gegen die Nummer 18 von Schwerin und 7 Meter für Rostock. Und diesmal scheitert sie. Die Regel, der Gefaulte sollte nicht selber werfen, bestätigt sich in diesem Fall. Dritter 7 Meter. Der erste nicht verwandelte. Dafür macht sie jetzt, holt sich den Ball zum Konterlauf. Ihr sechster Treffer, 13:10. Aber die Schwerinerin scheint am Ende der ersten Halbzeit ein wenig die Konzentration und jetzt gibt es eine gelbe Karte gegen die 11 von Rostock. Jetzt haben wir noch 7 Sekunden auf der Uhr. Die Schwerinerin müssen schnell abschließen. Und jetzt haben wir noch 5 Minuten Restspielzeit hier in der ersten Hälfte. Ball aus dem Kreis gegriffen. Es gibt
Abwurf für Rostock. Lena, Aufbau rechts. Und da stehen sie auch halb in der Mitte. Und da ist die Lücke frei, da geht sie durch, macht ihren zweiten Treffer. 14:10 für Rostock. Rostock hat inzwischen seine erfolgreichste Schützin vom Feld genommen. Dessen Schwerin mit einem schönen Doppelpass. Vierter Treffer. Von der Nummer 11 zum 11:14. Hat sich durchgesetzt, aber Schritte und damit freier Wurf für Rostock. Ja, er hatte erst den Eindruck, eine saubere Abwehraktion. Die Schiedsrichter entscheidet dann doch auf Freiburg für Rostock, der mit einem direkten Wurf und abgefangen von der Torhüterin beibesetzt Schwerin. Eine Finte, da wird sie gehalten und es gibt Gelb gegen die Nummer 14. Die dritte gelbe Karte auf Rostocker Seite. Und da wird sie schön am Kreis frei angespielt. Der Ball aber unkontrolliert übers Tor. Es bleibt beim 11:14. Den Ball aus dem Kreis geholt. So, Ballbesitz wieder für Rostock. Und der Wurf wird sie zwar gestört, aber der Aufsetzer nicht zu halten für die Torhüterin. Und der Ball ist drin und auch bei gegenseitigen Schwerinerinnen schnell in Anschluss. Und schnelles Tor. Zum 12:15. Und saubere Abwehraktion und toll gehalten von der Torhüterin. Und so 2 Minuten vor Ende der ersten Hälfte nochmal die Chance für Schwerin auf 2 Tore ranzukommen. Heute ist es die 18, die sich da durchsetzt und verkürzt auf 13:15. Und die Veranlassung für den Rostocker Trainer jetzt, seine beste Torschützin wieder aufs Feld zu bringen. Aber es verhindert nicht diesen Fehlpass und der Konterlauf der Schweriner, nochmal die Rostockerin gut zurückgeeilt, können diesen Konterlauf unterbinden. Muss Schwerin neu aufbauen. 40 Sekunden vor Ende der Zeit. Ein schöner Wurf. 40 Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte. Geht an den Pfosten und von da aus an den Torhüter. Von da an ins Aus. Ballbesitz Rostock. 30 Sekunden noch. In die ersten.